Hey Leute, ich bin's Tom, herzlich willkommen hier zurück im Wald. Wir werden heute weiterbauen an dem Werkstattprojekt. Und zwar geht es heute darum, dass wir hier eine ordentliche Treppe bauen. Diese Art von Treppe, die ihr jetzt hinter mir seht, das war natürlich nur eine Übergangslösung. Und zwar für genau den Bauabschnitt, dass ich in der Werkstatt die Innenverkleidung machen kann. Wie ihr in den Videos gesehen habt, habe ich ganz schön viel Holz in die Hütte geschafft. Und wenn ich jedes Mal eine Stufe von einem Meter da übersteigen muss, ist das natürlich bei so viel Holz jetzt nicht ganz so praktikabel. Darum habe ich mir damals gedacht, ich baue hier irgendwie eine Übergangslösung mit einer alten Holzpalette. Und die ersetzen wir heute. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, ob hier eine Veranda sinnvoll ist. Ich weiß, viele von euch wünschen sich das und ich finde das in der Vorstellung bezüglich der Optik auch ziemlich cool. Ich glaube aber, dass hier auf unserem Waldgrundstück tatsächlich noch viele Sachen entstehen werden, wo es schön aussieht und wo man verweilen kann. Hier auf der Werkstattveranda würde man wahrscheinlich eher nicht verweilen. Und darum glaube ich, ist es gar nicht so sinnvoll, hier jetzt so viel Material und so viele Ressourcen zu verwenden, um eine Veranda zu bauen. Und darum werden wir hier heute nur eine Treppe bauen. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, welche Materialien ich für diese Treppe verwenden möchte. Und wie ihr gesehen habt in den vergangenen Videos, ist hier ganz schön viel passiert, denn wir haben ja einige Bäume gefällt. Und dieses Totholz kann ich natürlich gut zum Treppebauen verwenden. Darum wird es heute vor allem wieder um das Arbeiten mit der Motorsäge und das Bearbeiten von Baumstämmen gehen. So, willkommen hier in der Werkstatt und ihr seht schon, es ist noch ein bisschen was passiert. Ich habe hier noch ein paar Bilder aufgehangen an der Wand und zwar sind das genau die Motive, die es auch in meinem Online-Shop gibt als T-Shirts. Und ich habe mir gedacht, das passt hier von der Optik her ganz cool hin. Moni hatte die vor einem halben Jahr mal selber gemacht. Zu Hause haben wir keine so richtige Verwendung dafür, aber hier in die Waldwerkstatt passen sie natürlich umso besser. Und ansonsten hat der CO-Melder hinten an der Wand auch noch einen festen Platz bekommen. So, Schnittschutzhose brauchen wir auf jeden Fall. Und natürlich die Schnittschutzschuhe. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich cool, dass die Werkstatt jetzt so weit innen drin erstmal fertig ist und dass das ganze Werkzeug hier schon mal am Start ist. Auch dass die Bank hier steht, ist gerade zum Umziehen wirklich Gold wert. Weil ich sage euch ganz ehrlich, in so einem hohen Stiefeln ist es doch relativ schwer, sich hier alles immer im Stehen anzuziehen. Schuhe. Aktuell hat die Treppe ja nur eine Stufe und das Problem ist, dass der Abstand hier auf jeden Fall noch deutlich zu hoch ist. Wenn wir das mal kurz ausmessen, sind das hier, naja, so gute 50 cm. Eine Treppenstufenhöhe sind aber ungefähr 20 cm. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall nochmal eine Zwischenstufe. Bedeutet konkret, wir brauchen hier oben natürlich eine kleine Plattform, also die oberste Stufe. Dann kommt eine Stufe und dann kommt noch eine Stufe, dass wir insgesamt 1, 2, 3 mal hochgehen. Die Frage ist natürlich, wie breit soll das Ganze sein? Die Tür ist ja 1 Meter. Der Zollstock, das sind jetzt hier 1,20 Meter. Ich glaube, das passt ganz gut. Dann steht jetzt auf jeder Seite ja, ungefähr noch so 10 cm über. Ich denke, am cleversten wäre es, wenn wir uns im ersten Schritt erstmal um die Treppenstufen kümmern. Das hier sind schon mal die ersten sortierten Baumstämme von den Bäumen, die wir hier gefällt haben. Dort ist nur Birke von den zwei Riesenbirken an der alten Waldhütte. Die haben wir auch umgenietet, aber die können wir jetzt für die Stufen nicht gebrauchen. Hier in der Mitte ist noch etwas dünneres Bauholz, bestehend aus Kiefer und Fichte. Und hier haben wir nur Kiefer zu liegen. Und ich glaube, die Stücke hier sind auch schon 1,20 Meter ungefähr lang. Das hatten wir so nach Augenmaß ungefähr zurechtgesägt. Und das ist auf jeden Fall 1,20. Das ist 1,20 und das ist 1,20. Das heißt, hier kriegen wir auf jeden Fall gut unsere drei Treppenstufen schon mal raus.
Einige von euch werden diesen Kollegen hier wahrscheinlich noch kennen. Das ist der Baumstammwagen von Mattis Socks. Der hat es auch in den Wald geschafft und hat gerade hier diesen kleinen Transport so entspannt wie möglich gemacht. Im nächsten Schritt werde ich diesen Baumstamm jetzt hier längs halbieren und habe dafür in eine Schlagschnur investiert. Ihr werdet euch sicherlich an die Anfangszeiten dieses Grundstücks hier erinnern, als wir in den Hütten noch so ein blaues Pulver gefunden haben. Und das war tatsächlich ein Schlagschnurpulver. Ich habe mir mit Hilfe der Schlagschnur jetzt hier eine Linie auf den Baumstamm abgetragen und jetzt geht es daran, den hier in der Mitte zu halbieren. Die ersten Sägearbeiten sind jetzt abgeschlossen. Das hier wären auf jeden Fall die Standfüße für die erste Treppenstufe. Die sind beide gleich lang, ein bisschen länger, als wir hier eigentlich brauchen. Und ja, das hier ist die erste Treppenstufe. Und ich glaube, der Schnitt ist mir hier richtig gut gelungen. Das sieht richtig gleichmäßig aus. Das ist jetzt 5 cm stark. Und ja, mit der Schlagschnur hat das auf jeden Fall mega gut funktioniert. Jetzt werden wir mal gucken, wie das Ganze aussieht, wenn ich das jetzt hier vorne hinbaue. Ich denke, das geht auch schon gut als oberste Treppenstufe hier durch. Das liegt ja auch richtig schön auf. Es ist jetzt allerdings noch ein bisschen uneben hier, weil die Flöcke natürlich noch nicht in der Erde sind. Aber so könnt ihr es euch auf jeden Fall vorstellen. Doch bevor wir das jetzt gleich montieren, gibt es erstmal eine schöne selbstgekochte Suppe hier aus dem Koro Thermosbecher. Das ist ein ziemlich cooles Teil, weil ihr hier viele Sachen direkt mit am Start habt. Erstens ist der Deckel hier oben gleichzeitig eure Schale. Da drinnen befindet sich gleich der Löffel, der hier zum Ausklappen ist. Und durch diesen Verschluss hier bleibt das Ganze auch schön warm, damit ihr eine schöne warme Suppe genießen könnt. Das ist ein richtig gutes Mittag. Herrlich, so eine kleine Suppe. Falls ihr auch Bock auf so ein Teil habt, schaut mal unten in die Videobeschreibung und nutzt bei Koro meinen Code TOM5. Das spart dann nochmal 5% auf euren Einkauf. So, können weiterbauen. Jetzt geht's los an die Treppe.
ungefähr soll es sein. Jetzt werden die Stämme natürlich noch auf die richtige Position gebracht und noch in die Erde eingelassen, damit das dann auch alles im richtigen Verhältnis ist. Aber so ungefähr wird die Treppe aussehen. Ich finde es richtig cool, vor allem weil es so mega rustikal ist. Es muss auf jeden Fall noch ein bisschen enger zusammen, aber grundsätzlich passt das richtig gut schon. Jetzt schauen wir uns mal an, ob das hier schon einigermaßen stabil ist. Natürlich sind die jetzt noch nicht unten weiter verdichtet, sie sind auch nicht miteinander verbunden, aber vielleicht reicht die große Auflagefläche der Stelzen schon, damit das hier relativ stabil ist. Aber probieren geht über Studieren. Ja. Also das ist noch nicht so stabil, aber so vom Gehen finde ich es auf jeden Fall sehr angenehm. Kleiner Test, hier wackelt nichts mehr. Ich feiere das. Die Treppe, das ist sie. Die Werkstatt hat jetzt eine Treppe, sie sieht ultra rustikal aus und sie erfüllt voll ihren Zweck. Die Treppenstufen sind etwas schief und man sieht an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall noch einige Einkerbungen von der Motorsäge. Ich werde es bei Regenwetter mir nochmal ganz genau ansehen, ob sich auf den Treppenstufen Pfützen bilden. Die Treppe steht ungefähr 3 cm vom Gebäude ab. Das ist auch Absicht, denn falls sich wirklich Wasser auf den Stufen sammeln sollte, läuft es halt nicht in die Werkstatt rein. Vielleicht habt ihr auch noch ein Geländer hier an der Seite vermisst, hatte ich auch erst überlegt, werde ich aber vorerst lassen, weil es könnte sein, dass das Geländer tatsächlich irgendwie den Eingangsbereich etwas behindert, wenn ich etwas größere Werkstücke in die Werkstatt reintrage oder raustrage. Darum kommt das eventuell später noch. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die neue Treppe findet. Und ansonsten, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns am nächsten Samstag um 8:30 Uhr wieder genau hier im Wald. Ich wünsche euch bis dahin eine coole Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.